Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Dungeon Run. Es geht in die nekrotische Schneise, wie man sieht, auf meinem Krieger als Tank. Und es ist ein 16er. Wir haben die Affixe tyrannisch, boshaft, nekrotisch und natürlich gequält. Ja, nekrotisch für mich als Tank natürlich sehr wichtig, darauf zu achten, was die Stacks angeht. Hab jetzt hier beide Gruppen zusammengepullt und aber ja, noch nicht so richtig an nekrotisch gedacht. Den jetzt bisschen mal 40 stapeln und der Healer fängt eben jetzt auch erst an, ein bisschen was reinzupumpen, aber trotzdem 40 Stapel ist natürlich schon recht viel. Naja, dann hat es mich kurz aus den Socken gehauen. Also sollte ich dann jetzt natürlich hier darauf achten, ja, was die Stapel angeht, passiert dann auch wieder besser dann in Zukunft. Ja, hätte jetzt hier auch mit der Reisegestalt, also mit dieser Vulpinen, wie heißt das denn überhaupt, die Seelengestalt hier von den Nightfee hätte ich abhauen können. Ah gut, tut jetzt ja schon mal nicht weh. Jetzt ist mal den Healer noch in Fokus gesetzt, damit ich ihn per Einschreiten anstürmen kann, so, und hier meinen Lechi auch natürlich nutzen kann. So, die Gruppe machen wir einzeln. Jetzt am Ende ein bisschen 4% geholt, weil es geht ja gleich noch nach links zu dem Miniboss für den Anima-Bonus, dass wir den auf jeden Fall mitnehmen. Dann könnte man eigentlich auch die Gruppe hier überspringen. Kann man eigentlich stehen lassen und rechts diese Seuchenbeute mit in die nächste große Gruppe nehmen. Also wir gehen ja auf jeden Fall gleich wieder rechts lang, weil da steht ja noch der Goliath und da liegt noch ein Speer, den wollen wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Vor allem jetzt für einen Bosskampf in einer Tyrannischwoche ist das, denke ich, ganz klar. So, jetzt bin ich ja mal weg. Stapel laufen gleich aus, 36 Stück. So. Sind ja eben zwei Sachen, die ja passieren mit nekrotisch. Wir haben ja einmal, dass unsere Heilung reduziert wird. Das betrifft ja sämtliche Heilungen, also sowohl unsere eigene als auch die, die wir von anderen erhalten, also vom Heiler. Ja, und wir haben ja schon mittlerweile ja auch ein bisschen safe hier als Krieger und daher ist das denn schon etwas, was ja hart reinhaut. Und dann ist natürlich noch ein Dot mit drauf, sodass ja, wir dann dadurch auch noch zusätzlich Schaden bekommen. Also sollte man immer schauen, dass man das nicht zu hoch laufen lässt. Es kommt jetzt natürlich drauf an, ich sag mal, wenn man jetzt Kyrianer ist, dann hat man ja noch die Fiole, um das zu resetten. Das ist natürlich hier ein großer Vorteil. Als Parler noch die Bubble wäre auch noch möglich, was man nutzen kann. Ansonsten ja, hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten, ihn zu entgehen, außer ihn wirklich zu kiten. Und da muss jeder dann selber auch schauen, wie viele Stacks sind dann wirklich möglich, weil der Healer muss natürlich mehr reinpumpen, als wenn man jetzt, ja, diesen Debuff nicht hätte. Und, ja, es gibt jetzt, glaube ich, kein richtiges Rezept, was ist jetzt die richtige Anzahl, denn das hängt ja auch von den Ad-Gruppen ab, ja, oder ich sag jetzt mal hier, wie jetzt gegen einen, da passiert nicht viel. Also ich meine, die Minibosse geben ja eh keinen Affix. Ja, wie soll ich das nennen? Die haben keinen Einfluss auf den Affix, genau. Also von ihm kriege ich kein Nekrotisch. Die lösen auch keine Blutiglache aus zum Beispiel. Oder die sind auch nicht von Anstacheln betroffen. Also die sind ja da völlig außen vor. Aber nehmen wir jetzt mal an, man kämpft jetzt bloß gegen einen, dann ist Nekrotisch eigentlich nicht, nicht wirklich gefährlich, weil man normalerweise immer irgendwelche Mechaniken hat, dass man ja, den Stapel resetten kann oder gar nicht so viele Stapel aufgebaut werden, wie jetzt zum Beispiel in einem Bosskampf. Aber wenn man jetzt Gruppen hat, die, ja weiß ich nicht, wie eben jetzt zum Start, ne, sind jetzt, wie viel sind das da gewesen? 8 Stück, glaube ich, die alle sehr schnell angreifen, dann geht es eben sehr schnell, dass viele Stapel sind und dann hängt es wirklich davon ab, wie viel Schaden kommt generell rein. Es gibt ja Gegner, die machen eben nicht so viel Schaden, also ist es jetzt nicht schlimm, wenn nebenbei nekrotisch tickt. Und dann haben wir umgekehrt aber auch Gegner, die hauen dann etwas stärker rein und da ist der Nekrotisch nebenbei natürlich sehr gefährlich und da sollte man vielleicht nicht so viele Stapel aufbauen. Ja, man sieht, ich habe jetzt hier schon 13 Stapel, gerade erst angefangen, 17, 20, ja, die schlagen jetzt sehr schnell zu, die Seuchenbeute. Wobei die natürlich eigentlich hier aber praktisch sind in den Dungeon, wenn man sie dann zu anderen Gruppen reinzieht, weil die ja auch nochmal so, ja, so platzen und einen Debuff auf die Gegner hinterlassen, der Schaden verursacht. Darum habe ich die am Anfang auch zusammengezogen. Aber, naja. So, man sieht, hier steigt es jetzt auch, aber nicht so schnell wie jetzt gegenüber den Seuchenbeuteln. Ja, obwohl wir hier 5 Gegner haben, aber wir haben die zwei Leichenernter, die ja nur immer irgendwas ein bisschen casten und ja nicht wirklich Auto-Hits machen oder nicht so viele. So, und jetzt bin ich hier aber gleich bei 40 Stück. Darum haue ich jetzt gleich ab. 46.
So, jetzt wird die Zeit. Aufpassen natürlich, dass man nicht zusätzlich pullt, denn das wäre natürlich hier das Gefährlichste. Man möchte die Stacks resetten und rennt in eine komplett neue Gruppe rein und holt nochmal. Also kommt nicht dazu, die Stacks zu resetten und holt noch neue Gegner dazu, dann wird es auf jeden Fall nochmal sehr viel gefährlicher. So, aber das hat jetzt soweit geklappt. So, die Geister schämen. Hier ist das Blöde, wenn man mit denen in Kampf kommt, also als Tank wird man ja nicht von diesen Geistern eigentlich anvisiert oder den Schämen, aber ja, durch irgendeine AOE-Fähigkeit trifft man die ja doch öfter. Und dann ist man wiederum im Kampf und dadurch resettet der Stapel manchmal nicht. Also da muss man auch drauf aufpassen bei dieser Kombination. Es kann dann auch schon mal nach hinten losgehen. Also auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das immer schön resettet. Und jetzt die kleinen Ass wollen wir natürlich machen. Nehmen die Kugel hier mit von dem Goliath. Der Parler ist der Kyrianer, oh, alle anderen sind neid für sich gerade, auch schön. Ja, und der Boss selber ist jetzt eigentlich nicht mehr so gefährlich. Also ja, er macht seinen, so eine Art Verstümmeln, also einen etwas härteren Schlag auf uns als Tank, der jetzt nicht so viel Schaden macht. Kann man auch mit Schildblock blocken oder eben ein bisschen Zähne zusammenbeißen ziehen und dann passt es. Wichtiger sind hier die kleinen Aswürmer, die schnell wegzumachen, diese Maden. Und vor allem als die DEs nicht zu nah an denen dran stehen oder die nicht rankommen lassen, da die doch schon nicht wenig Schaden machen. So, gleich spuckt da wieder wen an. Ach, Knirschen heißt es, genau. Ja, sieht man jetzt kein so harter Hit. Auf höheren Stufen sicherlich muss man ein bisschen noch defensives dann ziehen als Tank, könnte ich mir vorstellen, aber an sich sollte das so passen. So, der Hexer muss jetzt so langsam mal zu uns kommen. Ja, und jetzt ist hier gerade eigentlich eine etwas gefährliche Situation. Wir fokussen jetzt weiter den Boss. Dürfen auch nicht vergessen, dass die Maden ja auch weiter noch rumlaufen. Und wenn die, ich glaube, dreimal dieses Blutverschlingen durchkriegen, dann platzen die ja so und geben allen einen recht harten Debuff. Gut, aber hat jetzt noch gereicht. Aber eigentlich sollten die Maden trotzdem weiter in Fokus sein, auch wenn der Boss kurz vorm Sterben ist, damit ja, dass eben nicht passiert, dass diese Maden platzen und man dann diesen Debuff bekommt, der auch gern dann zum Vibe führt, kurz bevor man es geschafft hat. So, jetzt nehme ich hier links die Seuchenbeute mit. Auch wenn jetzt hier ein paar Stapel dazukommen, aber defensive Sachen sind vorhanden. Schildblock läuft noch, jetzt Zähne zusammenbeißen. Wieder Zähne zusammenbeißen rein. Einschreiten genutzt, also den Healer angecharged, um nochmal einen Schildblock zu bekommen und noch ein bisschen Wut. Und kostenfreie Rache, also ist wirklich super ledgy. So, jetzt einmal weg mit der Seelengestalt. Wieder 44 Stapel. Und wieder rein. So, haben wir die auf jeden Fall ganz sauber gespielt. Nächste Gruppe oben hinterm Goliath nehme ich mit, bis der Goliath aktiviert ist. Dann geht's rüber zu dem Nekromanten. Der muss natürlich auch gefokust werden, damit seine Diener da besiegt werden. Mit dem Zauberer immer kicken, da der sonst da einfach nur steht und die ganze Zeit rumzaubert. Aber wir wollen ihn ja mit bewegen. So. Kugel haben wir jetzt eingesammelt. Mal kurz gekickt. Und dann kann es eigentlich rübergehen. Stapel habe ich nicht so viel. Ich will bloß, dass der Zauberer noch stirbt, damit der nicht da hinten rumsteht. So, die hier und solchen Beute noch mit reingenommen. Die fallen jetzt schnell mit runter, daher ist das nicht schlimm, die jetzt damit reinzunehmen. Wenn ihr könnt, diese Frostbitsalbe kicken von den Knochenmagiern, da die an allen Schaden macht. So, ich nehme die Kugel mit. So, ja, die Gruppe hätte man jetzt skippen können, da ich jetzt, wie gesagt, nicht so dran gedacht. Ich war irgendwie noch irgendwie im Kopf, dass wir ja nicht so weit, dass wir noch ein paar Prozente brauchen. Aber wir nehmen dann noch den dritten Goliath natürlich mit. Da steht ja auch nochmal ein Miniboss und somit, ja, wie gesagt, hier hätte man jetzt nicht zwingend spielen müssen. Hätten gleich zur nächsten gehen können.
mache ein bisschen zu viel Prozente, wie gesagt. Also später hole ich auch gleich nochmal ein bisschen zu viel. Aber das tut nicht weh. So. Jetzt bin ich noch weiter im Kampf, aber 5 Stapel sind jetzt nicht schlimm. Zumal die hier auch sehr viel zaubern. Also da, wenn sie dann nicht gerade gekickt werden, jetzt nicht so viele Stapel ich hier weiter aufbaue. Kugel ziehe ich hier nicht, die will ich auf jeden Fall für den Bosskampf. Ja, wir haben Tyrannisch-Woche und da hilft die auf jeden Fall sehr. Wäre es jetzt hier eine Verstärkt-Woche, dann ja, kann man überlegen, ob man die hier zieht. Muss man aber auch nicht mal. Man kann ja hier zum Beispiel den Hammer auf einnehmen. Wir müssen mal schauen, dass man gut ausweicht. Gut, natürlich, Heiler muss ein bisschen gegen den Debuff gegen heilen. Gibt es ja hier so einen nekrotischen Blitz, heißt das. Auf jeden Fall kriegt man denn einen Debuff, dass erstmal die nächste Heilung absorbiert wird für einen bestimmten Betrag. Und das muss natürlich erstmal runter. Zudem gibt er sich hier regelmäßig so ein Schild, dass der, ich glaube, keinen magischen Schaden mehr bekommt. Das sollte man eben drunter nehmen. Da genau dieser dunkle Schleier. So, das hier schnell weghauen, damit der Healer auch gleich resen kann. Speer und Hammer sind eingesackt, also geht's weiter. So, jetzt Rest ist durch. Start gehen. Dann sieht man schon, rechts habe ich ja die Anzeige, was die Prozent angeht. Wir brauchen nur noch 13%. Ja, da habe ich einfach zu spät dran gedacht. Denn ich hole jetzt hier noch dieses Skelett-Ungetüm auch gleich noch. Weil das ja auch recht viele Prozente gibt. Aber es ist eigentlich Quatsch, das zu holen. So, wir brauchen jetzt nämlich bloß noch 9%. Und der allein gibt ja schon hier 4. Oder 4,24. Weiß nicht, man hätte dann auch sagen können, man skippt irgendwas mit Invis oder so, aber muss ja dann auch nicht sein. So, hier habe ich jetzt in den Stacheln stehen geblieben. Dachte, er macht seinen Schlag. Das da, genau, ist zertrümmern. Das Falsche geachtet. Jetzt kommen hier Stacheln. Sache ist natürlich, man kann den leider nicht mit dem Miniboss zusammenspielen, weil hier gibt es ja die Phase, bei der man wegrennen muss. Und wenn dann gerade der Miniboss einen ranzieht, ja, dann wird es natürlich wieder schwierig. So, jetzt brauchen wir nämlich bloß noch 5% und ich glaube links, die lasse ich dann jetzt stehen, genau. Weil wir die einfach, es bringt ja nichts mehr von Prozenten her, ja, mit der Kugel, wenn wir natürlich dann wieder ein paar Aid-Gruppen noch ein bisschen schneller schaffen. Umgekehrt müsste man aber erst die eine Aid-Gruppe jetzt spielen und ja, war wie gesagt ein bisschen blöd jetzt von der Route her. Hätte das Skelett-Ungetüm nicht machen müssen und vor der Brücke die eine Putt, die hätte man auslassen können. Ja, dann hätte das theoretisch auch aufgehen müssen mit den Prozenten. Aber gut. Es ist ja trotzdem alles machbar und nicht so knapp von der Zeit her. So, und da liegt er. Nächsten Bonus wieder mitnehmen. Nehme ich jetzt wieder den Steinschutz. So, dann gehen wir rechts lang. Da liegt noch ein Hammer, den jetzt, glaube ich, keiner weiter mitnimmt, sondern ich dann einsacke. Kann man natürlich auch alles für Bossfights aufbewahren, alle Items. Also die Speere sowieso. Wie gesagt, die Kugel empfehle ich, das auch mitzumachen. Müsste ja nicht zwingend, also was die Kugel angeht, müsste ihr nicht zwingend als Tank nehmen. Kann jetzt auch die DLO Heiler mitnehmen, denn diese Kugel, die verursacht keine Agro. Speer und Hammer hingegen schon, daher sollte man da auf jeden Fall aufpassen. Aber was natürlich gut wäre, wenn wir jetzt als Tank die Kugel mitnehmen, man kriegt ja da jetzt keinen Schadensbonus in irgendeiner Form, sodass es jetzt eigentlich egal ist, wer die aufsammelt. Wenn es nur gut jetzt Tank mitzunehmen, weil ich ihm gerne bestimmen würde, wo die genutzt wird. Und wie gesagt, in der Tyrannisch-Woche auf jeden Fall gern bei Bossen und es könnte dann sein, dass wer anders die eben ja, bei der Aid-Gruppe zum Beispiel vor der Brücke genutzt hätte und das war jetzt nicht der Plan.
Also sind es meine quasi. So, Stapel gehen jetzt ganz hoch. Sind jetzt bloß noch zwei Gegner. Somit ist es nicht schlimm, dass ich jetzt 50 Stacks habe. Ich habe auch gerade nur selber Selfie gemacht, wie man sieht, unten rechts. Jetzt kommt vom Parler ein bisschen was. Also auch schauen, dass die Schäden besiegt sind, weil die können ja nicht hier rüber gehen. Die würden dann außen rum gehen und wenn es schlecht läuft, die nächste Gruppe pullen. So, hier nutze ich jetzt den Hammer. Wenn ich ihn schon mal habe. Nochmal alle gespottet hier. Ist irgendwie nicht geschafft, die Salve zu kicken. Ja. So, wenn er besiegt ist, dann ab nach oben. Möglichst früh hier das Pullen. Oder aktivieren. Könnte eigentlich auch schon immer eine Idee machen, während man gegen diese Gruppe kämpft. Dann würde man noch ein bisschen Zeit sparen. So, wieder das Kicken nicht vergessen. Und natürlich aufzupassen. Auf die Flächen, genau, das wollte ich sagen. Und dann haben wir drei Minibosse erledigt. Dann geht's zum zweiten Boss. Und dann ist es schon Großteil geschafft. Ja, mit fast, ich glaube, 6% zu viel. Ich überlege gerade, ich glaube, man braucht 68 irgendwas. Irgendwie so in dem Dreh. Müsste man jetzt nochmal in den Start springen. Das kann ich ja mal ganz kurz machen. Wir sind jetzt bei 16,38. 67. 68,2 braucht man. Okay. Hoch. Wo waren wir? Hier. Ja. Also auf jeden Fall 6,36% zu viel gemacht. Naja. Gut, dann war es nicht ganz so viel, wie ich dachte. Aber dieses Knochen-Ungetüm-Monster, das hätte man auf jeden Fall nicht machen müssen. Das hätte auch so alles super funktioniert. So, ich ziehe jetzt noch nicht die Kugel, da jetzt ja meist alle hier ihre Cooldowns ready haben. Und hier jetzt am Anfang die erste Gruppe meist recht schnell liegt im besten Fall. Nur auf den Hauch aufpassen. Aber ganz vergessen, dass hier die Leichen gerade liegen. Hätte ich auch wegziehen können. Ich glaube, die Positionierung hier manchmal ist in dem Kampf nicht so optimal. So, jetzt haben wir noch Hero gezogen, weil bis zum nächsten Boss ist auf jeden Fall wieder dann ready. Beziehungsweise ist dann im Schauen, ob man es beim dritten oder beim Endboss dann immer nimmt. So, jetzt kommen die nächsten. Also ziehe ich jetzt meine Kugel, um das hier auf jeden Fall sauber zu schaffen. Und ihr seht, dass ich trotzdem die hier stehen nicht zwingend gleich Aggro hatte, weil eben, wie gesagt, die Kugel einfach keine Aggro macht. Aber Schaden macht sie auf jeden Fall genug. Bin jetzt Platz 1 in dem Kampf aktuell. So, hier wieder rausrennen. Stand ich jetzt wieder ein bisschen blöd. Kommt zwar noch ran, aber hätte ich mal ein bisschen wegziehen können. Ja, und der liegt da jetzt gleich. So, und dann sacke ich die nächste Kugel gleich ein. Die hier hinter dem Goliath hier liegt. So. Oben. Da mache ich, glaube ich, einmal nochmal einen Fehler und sterbe zwischendurch mal. Aber nicht schlimm. Fange ich eigentlich immer gleich an. Ich hole rechts die Gruppe. Die hätte man jetzt auch schon zusammenspielen können mit dem Anima-Bonus-Boy. Aber ja, oder man zieht die eben, wobei der Fleischformer sich recht wenig bewegt, oder man zieht die rüber noch zu der Gruppe links, weil da ja die Pat gerade los und wegrennt. Das würde natürlich auch noch gehen, weil so viel Stapel kommen nicht. Aber man hat hier natürlich noch die Ersatzteile. Die möglichst schnell weg sein sollten, denn die kann man nicht so richtig aggro halten. So. Jetzt ziehe ich den einfach schon mal. Ein bisschen nach hinten holen. So, dann haben wir alle genug Platz, um
sich von der Frostlanze zu entfernen. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht zufällig noch die Putt holt, aber es sieht. Ah, es sieht recht knapp aus bei Mage. So, nochmal ein Kälteeinbruch. Aufpassen, dass man da nicht nochmal von ein, zwei Kugeln getroffen wird zum Ende. So, dann das Verbündete weniger Schaden durch Flächenangriffe bekommen, nehme ich hier. Ja, und die, wie gesagt, ja, die könnte man mit der anderen Gruppe zusammenziehen. Muss hier natürlich drauf achten, der Leichensammler, der bewegt sich sehr wenig. Also wenn, dann müsste man wirklich eher die Gruppe, die ich zuerst gepult hatte, hier rüberholen. Aber die fallen ja eigentlich auch recht schnell. So, genau, und ich glaube, die holen wir jetzt irgendwie dazu. Ah, ich glaube, der Mage stand da noch, bin mir jetzt nicht sicher. So, jetzt habe ich hier gerade 48 Stacks, 50. Versuche noch schnell alle irgendwie Aggro zu bekommen und dann mit Dings weg. Der Seelengestalt. 51, 50 und geschafft. Ja, das. Also, das hätte ich sonst nicht überlebt. Das sind einfach zu viele Stapel plus den Debuff, der hier von diesem Flickwerk reinkommt. Ja, es ist zwar kein Verstärkt, aber dennoch muss ich da mich auch gegen ein bisschen wehren. Und wenn mein Zähne zusammenbeißen allein schon für nekrotisch immer die ganze Zeit drauf geht, also für den Schaden davon, dann bringt das auch recht wenig. Ja, und jetzt ist ja hier alles safe. Also wer jetzt dachte, hier passiert noch der Tod? Nein, kommt noch. Hier noch. Ja, hier ist eigentlich auch nicht so schlimm, zumindest auf Tyrannisch. Klar, wir haben hier vom wie heißt er? Huch, von der Astrosität da, diesen Einschlag. Oh, der ist ja eh schon down. Ja, war jetzt nur weg für die Stapel zu resetten, einfach nur um nochmal sicher zu gehen. So, da fange ich mal das Beil ab. Ja, dann seht's, ich bin jetzt trotzdem nochmal auf 27 Stapel gekommen. Ich glaube über 30 hatte ich beim Resetten. Jetzt hätte man sie ja ruhig ignorieren können, die Geister. Ist bloß immer besser, wenn der Healer sich nochmal hinsetzen möchte. Dass er dann natürlich out of fight kommt. Dafür müssen die ja recht schnell liegen. So, hier auch wieder das Flickwerk, was da ein bisschen reinhaut, aber nicht der Rede wert. Die Soldaten liegen ja recht schnell und auch der Leichensammler. Na, jetzt kann ich trotzdem mal gucken, hier abzuhauen. Na, gerade noch so resettet. Die Stapel. Aber ist jetzt eh down. So, schauen, dass man hier mittig steht, damit man beide zusammenzieht. Hier ist jetzt das Blöde, dass er von beiden anvisiert wurde. Dann kann man sich denn nur für eine Seite entscheiden? So, Fixierung natürlich wieder aufpassen. Zanta jetzt hier totstellen, kommt man ganz einfach raus. Mage könnte natürlich auch Eisblock gehen. Dann hätte man noch die Bubble vom Pala, wobei die wahrscheinlich für einen Bossfight sinnvoller wäre, sicherheitshalber. Ich glaube, bis zum nächsten kommt er jetzt gar nicht.
noch schnell den Schäben umhauen. Und dann geht's in die nächste Gruppe. Ich stehe ein bisschen weg, damit ich anschatschen kann. Mein Ledge hier nutzen kann. Bei dem vergesse ich öfter, dass der diesen, Bauchschlitzen, genau, Bauchschlitzer hat. Dem ich jetzt zufällig ausgewichen bin, scheinbar, oder geblockt habe, weil ich eigentlich genau drin stand. Ich weiß jetzt gar nicht, hau ich bei denen hier jetzt ab? Ich glaube hier passiert jetzt was. Genau, jetzt habe ich den Bauchschlitzer noch abbekommen. So, jetzt wollte ich das Flackern eigentlich nach links nehmen und bin aber nochmal nach vorne gegangen. Ja, weiß nicht, wer das kennt von der Nightfee-Gestalt oder wer bei den Nightfee ist. Man hat ja, zwei Möglichkeiten, wie man die Einstellung von dem Ding macht. Entweder es geht immer in die Blickrichtung, also egal wie ich laufe, es geht immer in die Richtung, in die ich gucke. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach links laufe und aber nach vorne gucke, dann springt er quasi trotzdem nach vorne. So wie ich das jetzt habe, es geht in die Richtung, in die ich mich bewege. Heißt also, wenn ich mich jetzt nach links bewege, dann porte ich mich quasi nach links. Wenn ich jetzt, was jetzt Tank natürlich noch praktisch ist, sage ich mal kurz backpedle, also nach hinten gehe und dann das aktiviere, dann porte ich mich nach hinten. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, auf jeden Fall wollte ich hier nach links mich porten und dann nach vorne laufen und habe aber schon, ja, war im Kopf schon etwas weiter und habe zu früh nach vorne gedrückt und bin dadurch quasi genau in den Gegner reingecharged oder reingeportet und der hat mir dann den letzten Rest verpasst. So, Stapel resettet. So, mal kurz warten. Aman hat er eigentlich genug. Setze ich jetzt nochmal hin. Da. Kann ich noch Pepe rausholen und los geht's. So, ruhig schon mal erstmal ein bisschen wegziehen, weil jetzt ja gleich diese Flächen öfter hier hinkommen. Dass da nicht alles vorne zu voll gebaut ist. Auch genau treffen lassen. So, der Haken kommt. Also, Spot. Und jetzt setze ich hier auch wieder die Kugel ein. Alles rein. Und Mage kam jetzt Hero, wobei ich Hero hier eigentlich praktischer beim Endboss finde. Weil da ja ständig einer weg ist und somit, ich stand die ganze Zeit in der Fläche drin. Weil beim Endpost ständig einer weg ist, man weniger Schaden eigentlich macht und da Hibo dadurch deutlich mehr bringt. Vor allem am Anfang, wenn alle da sind. Oder wenn einer gerade hochkommt mit dem Crit-Buff. Also ich weiß gar nicht, der stirbt jetzt, glaube ich, noch vorher. Ja. Yeah. Aber irgendwie sah es aus, als ob er noch werfen wollte. Egal. So, hier haben wir jetzt den nächsten. Ich wollte jetzt noch ein bisschen nach vorne ziehen, hat leider nicht mehr geklappt. Klappt es jetzt nicht ganz mit dem Haken, also kommt jetzt gleich eine zweite Monstrosität. Und hier, wenn jetzt zwei Monstrositäten kommen, versucht auf jeden Fall, die beide mal irgendwie auseinanderzuziehen. Heißt also, euch immer zu bewegen, wenn die beide beieinander stehen, damit die sich nicht mit ihren Haken treffen, wenn die ineinander stehen. Ja, die machen das ja meist ein bisschen zeitversetzt, also einfach immer die ganze Zeit bewegen. Ich meine, jetzt hat es natürlich gepasst, weil der eine erst dazu kam. Aber immer bewegen, sodass einer dann irgendwann stehen bleibt und einen Haken macht und der zweite dann ein paar Meter weiter weg ist und dann auch den nächsten Haken macht. Sodass man die auf jeden Fall nutzen kann, dass sie, dann den Boss auf der Plattform treffen. Aber passt ja so alles. Ich sehe gerade, ich habe mir gar keinen Schlachtruf mehr gegeben als Buff. Ja. Nein. So, noch 6,5 Minuten Zeit. Der Endboss dauert natürlich, weil, wie gesagt, ja oft einer unten ist und am Kampf nicht teilnehmen kann, der sich zudem immer zwischendurch dieses kleinere Schild gibt. Welches, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Muss man jetzt mal drauf achten. Jetzt hat er so ein Schild. Und solange das aktiv ist, bekommen wir immer die ganze Zeit Schaden. Das sieht man nachher ein bisschen besser. Jetzt fällt natürlich alles recht schnell. Aber wenn das kommt, dann sage ich nochmal Bescheid.
Aber fristige Fesseln wieder. Da natürlich aufpassen, dass man nicht in der Nähe steht. So, jetzt hat er wieder ein Schild. Und jetzt bekommen wir wieder AOE-Schaden rein. Das Schild läuft immer noch. So, jetzt ist es, glaube ich... Ne, ist noch nicht down. Jetzt war es down. Und es zähmt regelmäßig immer wieder, kommt dem AOE-Schaden. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, stapelt der auch noch. Ich weiß aber nicht genau, was da passiert, ob man den Mehrschaden bekommt. Möglich. Jetzt hat er nämlich wieder das Schild. Jetzt kommt wieder der Debuff. Oben rechts sieht man es bei mir. Ein Stapel, zwei Stapel. Vielleicht jetzt tickt das dritte Mal. Die haut zwar, glaube ich, irgendwann... Die haut nicht automatisch ab. Die muss man, glaube ich, komplett runterhauen. Tja, wieder sein Schild. Man sieht ja auch die ganze Zeit, dass der Schaden absorbiert wird von mir. So, jetzt unsere Jägerin gestorben und der Hexer ist aber noch unten. Muss also warten, bis der oben ist, damit er sie wiederbeleben kann. Ist der Mage noch unten, sprich wir sind jetzt gerade eigentlich nur zu zweit. Jetzt ist es natürlich schwierig, hier das Schild runterzuhauen. So, der Hexer ist wieder da. Jetzt kommt noch der Kometenhagel. Und danach kann er dann den Battle Rest machen. So, jetzt sind wieder alle am Leben. Jägern geht wieder runter. Mage ist noch unten. Kommt jetzt gerade nach oben, so wie ich das sehr Minimap entnehmen kann. Ah, so 40% haben wir. Wie gesagt, wenn ihr jetzt von unten wieder hochkommt, dann habt ihr einen schicken Buff, dass ihr erstmal mehr... kritischen Schaden macht. Ich glaube 100% Crit-Chance ist das dann. Also wenn man da nochmal irgendwelche Cooldowns gerade ready hat oder zufällig noch irgendeinen Gegenstand, dann den auf jeden Fall einsetzen. Und Kometenhagel wieder ausweichen. Jetzt sind gerade wieder alle oben. Jetzt sieht man, jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Schaden rein. Jetzt wieder der Hexas runter. Die letzten Prozente laufen. Aber wenn jetzt keiner mehr einen großen Fehler macht, dann ist das hier auch kein Thema. Ja. Zwei Tote kamen rein von meiner Seite. Hätte ich ein bisschen besser machen können, ja. Hat jetzt aber nicht geschadet. Trotzdem mehr geschafft. Ein bisschen 4% auch gemacht, das hätte sicherlich noch ein bisschen Zeit erspart. Also, ja, wenn das nicht gewesen wäre mit den Toten, vielleicht ein bisschen besser die Route gespielt, dann wäre plus 2 auch möglich gewesen. Es geht schon wieder von vorne los. Ja, dann wäre das auf jeden Fall möglich gewesen, aber so an sich ja trotzdem erfolgreich. Ja, und wie ihr seht, auch wenn mal ein bisschen was passiert oder nicht klappt, dann ist es trotzdem möglich, das alles zu schaffen. Hoffe, der Run hat euch wieder gefallen. Danke euch wie immer fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.